Hallo ihr Lieben, liebe Grüße von Teneriffa. Dieses wird jetzt ein, ich denke, eher kürzeres Sondervideo. Ich wollte ein anderes Thema machen, das mache ich gleich im Anschluss vielleicht noch. Aber ich hatte gerade mit meiner Freundin, liebe Grüße, ein wundervolles Gespräch, das mich jetzt veranlasst, dieses Video zu machen. Wenn wir etwas lernen sollen, merken wir oder verändern sollen, wenn wir unglücklich sind, machen wir das entweder von alleine, weil wir erkennen, oh ja, ist jetzt nicht mehr richtig für mich, ich ändere das und alles wird gut. Wenn wir aber weiter, aus Bequemlichkeit, aus Angst, warum auch immer, den falschen Weg gehen, kriegen wir so oft ein auf den Dötz, in der Regel mit Krankheiten, bis wir merken, oh ja, es hat mich jetzt so krank gemacht, vielleicht sollte ich doch was ändern. Viel wichtiger aber ist mir diese Aussage jetzt. Wenn man sich immer nur auf das Negative konzentriert, auch wenn ich mich wiederhole in meinen Videos, ich mache es jetzt mal ganz, ganz deutlich, wenn du immer nur das Negative im Fokus hast, Thema Weltgeschehen zum Beispiel. Du siehst immer nur das Schlechte. Dann gibst du dem nicht nur Energie und Macht, dazu habe ich ein Video gemacht, sondern du wirst selber so negativ, unbewusst und jetzt kommt die wichtige Aussage, du wirst krank. Ihr Lieben, ihr meint das alle gut, jeder gibt sein Bestes auf seine Weise. Aber wenn ihr immer nur diese negativen Gedanken habt und das fokussiert, könnt ihr davon krank werden. Und dieses Video hat seine Berechtigung, weil es gibt mehrere größere bis große Kanäle, nenne ich das jetzt mal, wo das leider genauso passiert ist. Das heißt, sich zu engagieren, was machen wollen, was tun wollen, ist prima. Aber bitte, pickt auch mal das Positive raus. Und davon gibt es so viel. Ich habe eben wieder gesagt, als ich gefragt wurde, hast du auch mal Downer, habe ich gesagt, ja klar, habe ich die auch. Ja, es sind ja schon schlimme Sachen. Und da habe ich gesagt, nee, beim Weltgeschehen bin ich so entspannt und so sicher, dass alles gut wird, auch wenn es dauert. Ich kriege alles mit. Ich habe den Faden verloren. Engagiert euch. Aber achso, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Die raushauen, die was machen wollen. Ihr macht das super. Aber erwähnt auch mal das Positive. Und davon gibt es so viel. Die ganzen Meldungen, die jetzt in die Öffentlichkeit kommen, da ist so viel Positives oder sagen wir mal zumindest an Information in die richtige Richtung. Von den ganzen Maßnahmen ist jetzt so viel runtergefallen, das habe ich auch schon gesagt. Es ist jetzt fast gut. Und was passiert? Oh, aber im Herbst. Immer nur negativ, negativ, negativ. Und auch ihr Lieben, die ihr so tolle Videos etc. macht und krank geworden seid. Leider. Erstens, es ist es nicht wert. Es ist nicht wert, dass ihr euch so engagiert, dass ihr davon krank werdet. Und zweitens, ich wünsche euch aus tiefstem Herzen natürlich, dass ihr schnellstmöglich wieder gesund werdet. Und zweitens, dass ihr das erkennt, dass es der falsche Weg ist, immer nur das Negative zu sehen und das Negative zu besprechen und das Negative rauszuhauen. Es macht krank. Es gibt so viel Positives. Setzt mal den Fokus darauf, um die Leute zu motivieren, das ist ja das, was ich immer versuche, zu motivieren, wie gut das alles aussieht und wie wichtig es ja auch ist, sein eigenes Leben jetzt und immer glücklich und freudig zu leben. Nur dann kann ich doch positive Energie raushauen und die brauchen wir. Ich wünsche euch, dass ihr das kennt und ein bisschen einen anderen Weg geht. Das Positive sehen und das andere ist Lösung. Ich immer nur sage, alles wird schlimmer, schlimmer, schlimmer und schlimmer. Wem bringt das?
Wie gesagt, mein ewiger Spruch, außer Flucht im Wald. Aber Lösung zum Beispiel, wie man jetzt schon mal anfangen kann, eine bessere Welt zu leben, ein besseres Leben zu leben, mit der Natur zu leben, das ist doch das, was wir alles erkennen. Der richtige Weg ist zurück zur Natur, zum Natürlichen, zur Naturheilkunde etc. Lösung anbieten, im positiven Sinne. Ja, nicht nur die Lösung, hortet die Bude voll, holt euch legale Waffen, holt euch Funkgeräte, holt euch ich weiß nicht was. Das ist ja alles gut und schön und es kann auch nicht schaden, vorbereitet zu sein. Aber wenn ich auch nur diesen Fokus habe, oh Gott, brauche ich nur 200 Dosen Suppen oder sind 500 doch besser? Und immer nur das. Ihr habt den Fokus auf dem Negativen. Ich wünsche euch, dass ihr das erkennt. Ich wünsche euch, dass ihr wieder gesund werdet. Und ich wünsche denen, die sich engagieren, und wir brauchen euch, und das ist super, dass ihr gar nicht erst krank werdet, sondern dass ihr rechtzeitig erkennt, dass immer nur negativ, nicht nur schlecht für die Welt ist, nicht nur schlecht für die Energien ist, sondern vor allem schlecht für dich selber. Denk mal drüber nach. Das gilt für Alter, genauso wie es fürs Weltgeschehen. Lösung und Positives. Es gibt so viel Positives. Es ist doch gewollt, immer nur negativ zu sein. Macht euch auch das bewusst. Ich will euch lächeln sehen, ich will euch tanzen sehen. Der, der singen kann, singen hören. Das Leben ist so schön und wir haben schon so viel geschafft. Und wir brauchen jetzt noch mehr. Wir sind schon so im Energieschub. Diese positiven Energien. Und wer glaubt, damit kann man nichts bewirken, der öffne sich bitte mal so ein bisschen für das, wie so ist. Für das Universum, für das Herz. Liebe Grüße von Teneriffa, eure Kirsten.